So, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Und zwar geht es heute um die BMW 650 GS. Ich habe hier ein Fahrzeug, das hat bestimmte Stromprobleme, und zwar funktionieren hier die Blinker und die Warnblinkanlage nicht mehr. Ich habe im Internet rumrecherchiert und habe herausgefunden, dass für die GS 650 dieses Problem häufiger besteht, dass von heute auf morgen auf einmal der Strom weg ist, die Blinker nicht mehr funktionieren und auch die Warnblinkanlage nicht mehr funktioniert. Ich bin der ganzen Sache da mal auf den Grund gegangen, weil wir haben genau bei diesem Fahrzeug das Problem. Und im Internet war jetzt nicht wirklich ersichtlich, was denn hier Phase ist. Und der eine schreibt Blinkerrelais, der andere schreibt Sicherungen und, und. Natürlich habe ich von der Materie schon ein bisschen Ahnung und habe natürlich als allererstes mal den Sicherungskasten gecheckt. Da hat sich dann natürlich herausgestellt, dass alle Sicherungen heile sind, dass keine Sicherung am Arsch ist. War für mich klar, okay, dann werde ich das Problem wohl beim Blinkerrelais finden. Bin natürlich dann aufs Blinkerrelais gegangen, das sich natürlich hier vorne beim Tank befindet. Ja, gut zu erkennen, hier sind die kompletten Module bzw. Einheiten. Und habe festgestellt, dass auch das Blinkerrelais keinen Schuss hat. Ja, ich bin dann tiefer in die Materie, um herauszufinden, wo natürlich hier der Fehler liegt. Ich habe dann an der Schaltgarnitur versucht, den Fehler zu finden, habe natürlich verschiedene Punkte an den Strom gepackt und habe dann herausgefunden, dass auf einem Kabel hier kein Strom ist. Und um natürlich die ganze Sache hier ein bisschen abzukürzen, ist ein altbekanntes Problem. Hier haben wir das Blinkerrelais. Dieses schaltet auch noch genau so, wie es schalten soll. Ich habe aber dann herausgefunden, dass unter der kompletten Einheit hier unten sind noch Kirstendioden drin. Wie ihr hier sehen könnt, sind es 6 Kabel. Diese haben im Prinzip, die habe ich jetzt nur verbunden, um zu schauen, ob da der Fehler liegt. Und genau, hier sind eigentlich Kirstendioden dazwischen und diese waren alle drei durchgebrannt. Jetzt muss man natürlich hier neue Widerstände einsetzen und dann funktioniert die ganze Stromgeschichte auch wieder. Dieses Video soll jetzt einfach nur für diejenigen sein, die letzten Endes dasselbe Problem haben und im YouTube nach einer Lösung suchen für das Blinker- und Warnblinklichtproblem, da ich nämlich auf YouTube und in den ganzen Foren nicht wirklich herausgefunden habe, wo hier der Fehler sein kann. Also für die, die jetzt gerade zuschauen und dasselbe Problem haben, ich nehme an, ihr habt die Sicherung gecheckt, Strom wird natürlich drauf sein, Blinkerrelais wird wahrscheinlich auch schon ausgetauscht worden sein und es funktioniert trotzdem nichts. Dann rate ich euch, nehmt die komplette Armatur hier raus, die ist nur mit diesen 2 Schrauben hier befestigt, dann kannst du alles nach oben rausnehmen und dann gehst du hier unten dran, hier unten sitzen dann diese 6 Kabel mit den Kirstendioden dazwischen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du da den Fehler finden wirst. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt alles gebrückt. So funktioniert das. Aber die Kirstendioden sollten trotzdem rein, da sie nur in eine Richtung Strom leiten dürfen, sollen und können. Genau, schnelles, kurzes Video für die BMW GS 650 Fahrer. Unter uns, die im YouTube nach diesem Problem oder einer Lösung suchen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine angenehme Zeit, viel Glück bei der Reparatur und
toi toi toi, bis dahin. Haut da rein, ich wünsche euch was. Ciao. Hast dich los, hast dich hype, hast dich los, hast dich hype, hast dich los.